die Seltenheit in unserem Leben, einen Tag verbringen zu dürfen, wie diesen, Zeit für sich selbst. Auch ein Tag, dem schon einige Tage vorausgehen, in denen wir schon vieles in die Wege geleitet haben, um jetzt fähig zu sein, ganz da zu sein. Ein Tag, in dem wir stille Meditation praktizieren dürfen und Kontemplation, weises Nachdenken. Gedanken denken, die es wert sind zu denken. Wenn man meditiert, kann man mehr und mehr spüren, wozu die Neigung ist. Zu manchen Zeiten ist viel Interesse am Verstehen da, am Nachforschen, am Untersuchen. Und dieses Nachforschen, das Untersuchen, das Verstehen findet natürlich statt durch das eigene Nachdenken. Wir alle haben Lebenserfahrungen, die man reflektieren kann. Man kann über das Leben nachdenken, seinen Gesetzen. Man kann ins Klare kommen darüber, wie man sein Leben gestalten möchte. Man kann tief in sich fühlen, einen neuen Lebensweg, eine Erneuerung. Wenn die Konzentration da ist, ist auch Energie da. Ist auch eine kreative Lebensfreude da. Und da können sich neue Ziele eröffnen, neue Gedanken. Wenn so etwas geschieht, können in uns auch Absichten entstehen, die ein neues Leben in die Wege leiten. Und es gibt Zeiten, in denen man spürt, dass die Stille genügt. Wenn man fühlt, dass man ganz bei sich sein kann, ohne etwas zu wünschen, ohne Erwartungen zu haben. Und fühlt, dass etwas da ist, was nicht so sehr in Bewegung hält, in den Gedankenfeldern, in solchen Gedanken, die sich im Kreis drehen. Und dann ist Zeit, die Fähigkeit des Nachinnengehens zu vertiefen. Beides erfordert die nötigen Schritte, die man auch erkennen sollte, verstehen sollte, die in ein meditatives Bewusstsein führen. Der erste Gongschlag einer Meditation ist immer ein Bewusstwerden. Ein Bewusstwerden, ich bin da, mich gibt es. Ein Wissen um das eigene Dasein, ein Wissen um das Sein, bewusstes Dasein. Und wenn wir entdecken, dass dazu kein Denken nötig ist, um einfach still, bewusst da zu sein, dann wissen wir auch, was es bedeutet, wenn auch ein Buddha erklärt, dass der erste Schritt immer bedeutet, ein sich vergegenwärtigen der Achtsamkeit. Ein sich vergegenwärtigen. Man wird sich der Achtsamkeit bewusst. Und die Achtsamkeit bedeutet immer, man ist im Selbstgewahrsein. Man weiß sich selbst und ist zu der Zeit ganz gegenwärtig. Und wenn man mit sich selbst ist, und hier immer der Fingerzeig wirklich bei sich selbst ist, fühlt man die Mitte im Herzen. Man ist mehr in der Tiefe seines Seins, nicht mehr in den Gedankenfeldern verstrickt. Und wenn man da ist, ist auch etwas Ruhe da. Die Lebensgefühle, die da sind, gestalten sich, wie auch immer. Und das ist auch ein Einsatzpunkt. Wenn wir unseres Seins bewusst sind und dann das Gewahrsein dem zuwenden, was wir erleben, dann sind wir in der Meditation. Dem Gewahrsein zuwenden, was wir erleben, bedeutet immer, sich der Empfindungen, Gefühle, des Bewusstseinszustandes, der Stimmung einfach nur bewusst zu sein. Und stilles Gewahrsein bedeutet, der Dinge einfach nur gewahr zu sein. Man muss nichts tun. Nur wissen, was ist. Nur erfahren. Erfahren, erleben, das, was ist. Und wenn wir uns daran erinnern, an dieses Alles darf da sein, dann sind wir auch einverstanden, wenn jetzt vielleicht eine Schwere da ist,
vielleicht an einem Lebensgefühl da ist, das man sich eigentlich nicht wünscht, dann kann der Moment, alles darf da sein, uns öffnen in ein stilles Annehmen dessen, was jetzt ist. Du darfst jetzt da sein, diese oder jene Stimmung, diese oder jene Unsicherheit, was sich da auch bewegt, du darfst da sein. Und wenn wir all dem Raum geben, was immer bedeutet, dass man sich öffnet dafür, sich nicht dagegen verschließt, keinen Widerstand hat gegen das, was ist, dass dann mit dem stillen, reinen Gewahrsein ein Transformationsprozess stattfindet, ohne dass wir es genau verstehen müssen. Es findet einfach statt, aber man kann es erleben. Man kann selber unmittelbar erleben, wie vielleicht eine Bedrückung, ein Gefühl plötzlich sich auflöst und darunter etwas Neues erscheint. Vielleicht ein ganz neues, frisches Lebensgefühl. Und es ist nicht erstaunlich, wenn man entdeckt, wie veränderlich doch alles ist, dass die Stimmungswelt, die uns vielleicht in Gedanken wieder einmal gezogen hat, plötzlich sich auflöst, sie stirbt, die Welt, und die damit verbundene Person, die bedrückte Person gibt es dann nicht mehr, die sich manifestiert in den Gedanken, in den Empfindungen, Gefühlen, in der damit auftauchenden Weltsicht. Wenn man in einer Gefühl von Sinnlosigkeit ist, dann erscheint die ganze Welt als sinnlos. Und die erscheint so real. Und die Gedanken sind ganz logisch, warum die Welt sinnlos ist. Jede Welt hat in sich irgendwo eine Logik. Und da ist jemand, der das alles auf sich bezieht. Also die Person Sinnlosigkeit entsteht mit dem Gefühl Sinnlosigkeit und vergeht damit auch wieder. Wenn das verschwindet, ist auch die Person nicht mehr da. Warum nicht eine neue Person jetzt sein, die jetzt vielleicht ein freudiges, weites Gefühl auf sich bezieht, bis auch die wieder verschwindet. Und die damit verbundene Person, die vielleicht im Moment glücklich ist. Das ist das ganze Geheimnis der Wiedergeburten. Wer davon bin ich in Wahrheit? Wer ist der diejenige, die dem das alles widerfährt? Und jetzt geh in das, was du bist. Du bist einfach reines Gewahrsein der Welten, die kommen und gehen. Und alle Welten dürfen kommen und gehen. Du bist nur stiller Beobachter. Und in diesem stillen Beobachten verstehst du plötzlich etwas. Was verstehst du? Dass du eigentlich keine dieser Welten und die damit verbundene Person bist. Denn die kommen und gehen. Wem widerfährt das? Und keine Antwort erwarten. Es gibt keine Antwort. Es gibt aber eine Entdeckung. Eine unaussprechliche Wahrheit. Interessant? Und die kann der Verstand nicht irgendwo erdenken und logisch schlussfolgern. Es ist ein Moment, wo man vielleicht aufwacht. Ach so. Und da muss man nicht darüber nachdenken. Es geschieht von selbst. Nur das tun, was man tun kann. In einem Zustand der Konzentration, all das da sein lassen, beobachten können, den Dingen auch einen Namen geben, diese Welt, jene Welt. In diesem Zustand sind wir der Wahrheit ganz nah. Und das ist ein Aspekt des Strebens. Wer bin ich in Wahrheit? Wem widerfahren die Welten? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Ich? Woher kommen denn die Welten? Wohin gehen denn die Welten? Wer erfährt denn das? Aber ganz pragmatisch ist viel, viel wichtiger, ganz bewusst zu sein in diesem reinen Beobachten, reinen Beobachten. Reines Beobachten bedeutet einfach reines Beobachten. Das heißt, man muss mit dem Beobachteten nichts machen. Das ist reines Beobachten. Unreines Beobachten würde bedeuten, dass du das, was du beobachtest, für gut heißt, für schlecht heißt, für wünschenswert, für nicht wünschenswert, das sind die Urteile. Die kommen aus dem konditionierten Bewusstsein.
Im reinen Beobachten entdeckst du das Bewerten, das Ablehnen, das Verurteilen und all das, das entdeckst du, du bist dahinter. Du siehst plötzlich, wie da ein innerer Richter da ist, wie da jemand da ist, der was für richtig und falsch und wünschenswert und nicht wünschenswert erklärt und damit auch wieder Gefühle erzeugt, wieder Welten erzeugt. Plötzlich bist du dahinter und siehst, wie du das eigentlich loswerden wolltest, aber du tust es nicht. Du lässt die Person, die ablehnend werden möchte, nicht entstehen. Du fühlst aber den Impuls, aber du lässt ihn kommen und gehen und lässt alles so sein, wie es jetzt ist. Und dann kommt die Person, die sich etwas wünscht, die sich etwas anderes wünscht. Auch die lässt du los. Den Wunsch, die Erwartung loslassen, es soll doch etwas anders sein, als es ist. Die lässt du los. Und das nennt man diese Selbsthingabe. Du lässt damit dich selbst. Du lässt das, was du gewöhnlich glaubst zu sein. Damit bist du, wie man erklären kann, verhaftet, identifiziert. Mit dem, der Recht hat oder auch Unrecht hat. Mit dem, der ganz genau weiß, was richtig und falsch ist. Das bist du in deinem Irrtum. Das bist du nicht in Wahrheit. Schau mal, wie einfach es ist, all das zu beobachten. Den Richter beobachten, den Kommentator beobachten. All die Gedanken, Dinge, die da vor sich gehen, einfach beobachten. Wie kannst du etwas sein, was du beobachten kannst? Wer ist der Beobachter? Wer ist das? Mit der Frage kannst du dich dir selbst zuwenden, ich. Und dann fühl mal, ich bin einfach da. Weder dies noch das. Weder der Gedanke noch jener Gedanke. Weder die Stimmung noch jene Stimmung. Ich bin nicht das, was entsteht und vergeht. Siehst du denn das nicht? Warum identifizierst du dich immer mit Dingen, die entstehen und vergehen? Wenn du dich damit identifizierst, bist du Geburt und Tod unterworfen. Weil du ja immer die Person bist, die geboren wird und stirbt. Ja, und was ist mit dem Körper? Wie sehr sind wir das? Ist nicht in unserem Bewusstsein ganz selbstverständlich, dass wir der Körper sind? Und wenn wir tausendmal hören, du bist nicht der Körper, du bist nicht begrenzt auf diesen Körper, konfrontiert werden mit den vielen, vielen Ideen, du bist eigentlich die Seele, die übrig bleibt, wenn der Körper zerfällt und dann suchst du dir einen neuen Körper. Ist das wahr? Weißt du das? Gib zu, du weißt überhaupt nichts. Das ist ein guter Ausgangspunkt, ich weiß nichts. Ich habe nur Glaubensvorstellungen und Ideen, kann das eine glauben oder das andere. Wenn jemand erklärt, wenn der Körper geboren wird, wird auch dein Geist geboren. Das ist ziemlich klar. Und da ist eine Instanz, die da entsteht. Das ist ich. Und wenn der Körper zerfällt, dann zerfällt auch das Ich. Das ist eigentlich ziemlich logisch. Du lebst nur einmal. Oder kannst du dich an frühere Leben erinnern? Wer kann das? Ah, da gibt's da so viele Menschen, die können sich an frühere Leben erinnern. Naja, und was nützt dir das? Und wenn schon? Das, was er mal war, wird er nie wieder, oder? Und was er vielleicht mal werden wird, weiß er auch nicht, wenn überhaupt. Also solche Gedanken mal sehen, wie man da zu keinem Ende kommt, nur in Glaubensvorstellungen sich verstricken kann und die mal alle fallen lassen. Das ist ja ziemlich spannend. Die Frage, okay, aufgrund deines Karmas wirst du in irgendwelche Welten wiedergeboren. Wenn du ein guter Mensch bist, kommst du in den Himmel. Wenn du ein schlechter Mensch bist oder warst, gelebt hast, kommst du in die Hölle. Wenn du dazwischen drin bist, zuerst in ein Fegefeuer und dann in den Himmel. Ja, und was dann? Und was ist der Himmel dann? Was ist denn dann dein Zustand? Bist du dann ein Engelchen? Und was machst du dann da? Und wo soll denn der Himmel sein? Über dir? Wo? Das sind alles Vorstellungen, die uns vielleicht mal gegeben werden, damit wir ein bisschen beruhigt sind. Wollen wir die Wahrheit wissen? Was ist die Wahrheit? Wollen wir das wissen? Da ist die Bedingung, alle Glaubensvorstellungen mal loszulassen. Und darauf vertrauen, dass jeder lebende Mensch erfahren kann, was geschieht, wenn Körper, Geist sterben. Das ist der Zweck, der tiefe Zweck der Meditation. Dazu musst du loslassen. Etwas tun in deinem gegenwärtigen Dasein, was irgendwann sowieso geschehen wird,
wenn der Körpergeist stirbt. Du wirst einen Sterbeprozess erleben. Und am Ende wirst du wissen, was Wahrheit ist. Das erfolgt in jedem Fall. Also sich darauf freuen. Ich meine das im Ernst. Im Sterben werden wir erfahren die Wahrheit. Und dann werden wir auch erfahren, was es bedeutet. Der Hinweis, versuch in deinem Leben ein Leben zu leben, das dich öffnet für ein gutes Leben, für ein reines Leben. Vermeide unreines Leben. Denn das, was du erwirkt hast, wird deinen Sterbeprozess begleiten. Das ist auch sicher. Das kann man jetzt auch glauben oder nicht. Könnte so oder so sein. Es könnte dir sogar Angst machen. Oh, und das wird ja auch gemacht, wenn du, sei gut, pass auf, sonst wirst du bestraft. Können wir vertrauen auf das Gesetz der Barmherzigkeit, wie auch immer du gelebt hast? Der wird in jedem Fall verziehen. Von wem? Auch hier fragen, von wem ist das etwas außerhalb von uns? Man kann über das Nachdenken in verschiedene Gebiete vordringen, in den Überlegungen nachdenken. Aber man sollte einsehen, dass der Verstand verschiedene Dinge einfach nicht erfassen kann. Und dass man dann in den Bereich der Philosophien kommt. Psychologien, der Glaubensvorstellungen, der Religionen. Ein großer Schritt ist, all das loszulassen. Das unweise Nachdenken. Nachdenken über etwas, was man erkennen sollte, das kann der Verstand nicht verstehen. Aber er kann eben dahin vordringen, um das zu erfassen. Und dann kommt vielleicht der Moment der Einsicht, es muss etwas geben jenseits des gewöhnlichen Verstandes. Und wenn diese Intelligenz aufwachen soll, muss der Verstand still sein. Da kann man auch wieder darauf vertrauen, dass es das gibt. Die Aufforderung ist, konzentrier dich, bring den Geist zur Ruhe, ist irreführend, denn das bedeutet, man müsste etwas machen. Lass den Geist zur Ruhe kommen. Wenn du dich darauf ausrichtest, still da zu sein, um mit dem zu sein, was ist, ohne etwas abzulehnen oder eben dich hineinziehen zu lassen, dann wird der Geist von selbst zur Ruhe kommen. Also lass den denkenden Geist ruhig machen, wie einen ungezähmten Stier, Ochsen. Ja, im Zen gibt es das Bild vom Ochsen, den man anbinden soll. Nicht anbinden, ihn so lange rumlaufen lassen, bis er von selber heimkommt. Gewöhnlich schlagen wir den Geist oder uns selbst mit unseren Erwartungen und wie er machen soll und wie er nicht machen soll. Denk, denk nicht, denk das, mach jenes, denk den Gedanken, jenen. Lass mal das. Bleib einfach still und lass ihn von selbst zu dir kommen. Bring den Geist heim. Ah, wieder ein Ausdruck, in dem dahinter steckt, mache was. Lass den Geist von selbst zu sich selbst zurückkehren, zu seiner Quelle, dahin, wo er herkommt. Und du musst nichts weiter tun, als einfach still mit allem sein. Und still bedeutet eben diese Tendenzen, es anders haben zu wollen und so, diese Dinge immer wieder zu lassen, immer wieder. Das ist die Tätigkeit. Die Tätigkeit des Loslassens, des ein Moment, ein Impuls, wo man sich öffnet, einverstanden sein. Einverstanden sein, nicht festhalten. Einverstanden sein mit dem, was ist. Mit dem denkenden Geist, mit den Stimmungen, mit den Gefühlen, einverstanden sein. Und so wird ein Feld eröffnet, wo man mehr und mehr auch den Raum fühlt, der plötzlich da ist, in dem die Dinge kommen und gehen, kommen und gehen. Ja, und dann kann man mitten in diesem Kommen und Gehen sich konzentrieren. Das heißt, entweder bei einem Objekt sein, beim Atem, ganz im Vertrauen darauf, wenn ich so praktizieren, wird die Kraft der Gegenwärtigkeit und die Kraft der Konzentration sich entwickeln. Und man fühlt vielleicht auch mehr und mehr ein inneres Vertrauen. Das heißt, plötzlich sind die Gefühle von Unsicherheit nicht da, so eine innere Stabilität, auch etwas mehr innere Ruhe, etwas mehr Freude, Lebensfreude, so ein Fließen des Lebensgefühl.
Und das ist ein großes, großes Anzeichen für das, was man Fortschritt nennt. Und schon wieder kommt der Geist, oh, ich muss fortschreiten, ich muss etwas werden. Auch das Wiederlassen. Wieder die Erinnerung mit dem Sein, was ist. Wenn der Geist nicht in dieser Verfassung ist, dann ist er eben nicht in dieser Verfassung. Dann ist er vielleicht aufgewühlt oder ist träge und müde und starr und sind Sehnsüchte und Wünsche und Begierden da und Ablehnungen. Du darfst ihn so sein lassen, jetzt. Man nennt das auch Gelassenheit, Gleichmut. Man lässt sich nicht aus der Balance bringen, nur weil der Geist verrückt spielt. Schwierig? Natürlich dann, wenn man sich hineinziehen lässt, wenn man das wird, wenn man zu der Person wird, zu der Unruhigen. Aber wenn man einfach nur da ist und das akzeptiert und es beobachtet, die Gefühle fühlt und auch die Gedanken sieht, dann wird man auch mehr und mehr erfahren, was es bedeutet, gelassen zu sein. Man hat losgelassen vom Andershabenwollen, von Wünschen. Man hat losgelassen vom Widerstand gegen das, was ist. Das nennt man Gelassenheit. Beziehungsweise die Übung des Loslassens. Und wenn man selbst erlebt die Früchte, dann lernt man das. Ach, so geht das. Wie wäre es im täglichen Leben auch so zu sein? In allen Situationen gelassen sein, mitten im Strom des Lebens. Es gibt schöne Erfahrungen, unschöne. Und ich werde ein Leben leben, in dem ich mich vollkommen öffne, mich nicht verschließe. Ich bin bereit für alle Erfahrungen. Verstehen wir? Für alle Erfahrungen. Für schmerzhafte Erfahrungen und für freudvolle Erfahrungen, für beides sich öffnen. Im Unangenehmen keinen Widerstand leisten und im Angenehmen nicht festhalten. Beides wird Auftakt dafür sein, dass Leiden entsteht. Warum? Weil man das eine nicht aufhalten kann und das andere nicht festhalten kann. Und so wird immer diese Unruhe da sein, ein Glück festhalten zu wollen und Unglück vermeiden zu wollen. Das ist, bringt Unruhe, das ist kein Gleichmut und Gelassenheit. Das Leben akzeptieren, so wie es ist. Innerhalb dieses Körpergeistes, innerhalb der Sinnenwelt, innerhalb der Menschenwelt, innerhalb des Gebietes, wo man ein Mensch mit Körper und Geist ist und Erfahrungen macht, wird das nie anders sein. Nicht erwarten, dass es mal anders wird. Solange man innerhalb der Erfahrungen reagiert. Mit Widerstand oder mit Festhalten. Es wird in uns was anwachsen, nämlich die Bereitschaft dafür, Schmerz zu akzeptieren, seelischen Schmerz, weil vielleicht etwas gegangen ist, was man eigentlich festhalten möchte. Denn das ist eine natürliche Tendenz oder behalten möchte. Trauer akzeptieren, Trauer zulassen, Gefühle von Einsamkeit zulassen, aber genauso zulassen Momente der Freude, Momente, die man liebt, vollkommen zulassen. Lernen, lernen, lernen. Das annehmen und gehen lassen. Das Leben ist wie ein Fluss. Mit zwei Ufern. Das linke Ufer sind die unangenehmen Erfahrungen, das rechte die angenehmen. Wenn man am Ufer unangenehm Widerstand leistet, gibt es Stau. Wenn man am Ufer angenehm festhält, gibt es Stau. Kann man im Einklang leben mit den Lebensgesetzen? So ist es. So ist menschliches Leben. Kann man im Einklang auch leben, dass dieser Körpergeist alt wird, krank wird, sterben wird? Und hier ist ein ganz, ganz wichtiger Einsatzpunkt, den man auch verstehen kann mit dem Verstand. Solange man verhaftet ist, das bedeutet identifiziert ist mit diesem Körper, identifiziert ist mit der Welt, in der man jetzt lebt, Menschen und Dinge zu ich und mein macht, gleichzeitig auch anderes ausgrenzt, wird das bedrückt sein, nie vergehen. Es wird immer wieder auftauchen. Eben die Angst vor der Vernichtung, vor dem Altwerden, Krankwerden, vor dem Tod. Und vernichtet werden die Personen, denen die Grundlage entzogen wird, damit sie existieren. Wenn ich ein Ehemann bin und meine Frau geht, ist die Grundlage nicht mehr da, dass ich ein Ehemann bin.
Wenn das entzogen wird, sterbe ich. In der Person. Davor habe ich Angst. Oder Ehefrau. Wenn ich ein Bankangestellter bin und die Grundlage wird entzogen, dann stirbt der Bankangestellte. Und was löst das in mir aus? Zum einen, natürlich, ich möchte das bleiben, denn sonst bin ich ja niemand mehr. Ist das wahr? Und davor haben wir Angst, niemand zu sein. Ein Nichts zu sein. Wertlos zu sein, weil unser Selbstwertgefühl und all die verschiedenen Dinge abhängig sind von dem, was wir glauben zu sein, bleiben zu müssen, damit wir etwas sind. Und vor allen Dingen eben dieser Körper. Und hier kommt das zum Tragen, was in die Tiefe geht des Loslassens und gleichzeitig das Erfreuliche. Du musst niemand sein, du darfst einfach sein. Berufe kommen und gehen, Menschen kommen und gehen. Solange du etwas festhalten willst oder aufhalten willst, leiden. Lass alles kommen, was kommt, und lass alles gehen, was geht. Vertrau. Vertrau auf das Leben. Jeden Tod folgt eine Wiedergeburt. Wenn etwas geht, verschwindet, muss etwas Neues entstehen. Das ist ein Gesetz. Das Bewusstsein, das in seiner reinen Natur ohne Form ist, wird sich immer wieder gestalten. In dir, durch dich, in diesem Körpergeist. Und es wird nicht aufhören, nur weil dieser Körpergeist stirbt. Es wird immer weitergehen. Kann man sich vorstellen, zu sterben, bevor man stirbt? Eine Aufforderung im Islam. Stirb, bevor du stirbst. Erfahre selbst, dass du das eine Leben bist, das eine Bewusstsein, das sich in vielen Formen gestaltet. Körperlich, geistig. Eine davon bist du in deinem Dasein jetzt. In diesem Körpergeist bist du eine Form des einen Lebens. Aber du lebst im Gefühl des Getrenntseins vom ganzen Bewusstsein. Und das ist unser großes, sozusagen, Problem. Man nennt das auch im Christlichen die Vertreibung aus dem Paradies der Einheit. Das ist die Ursünde. Nicht verbunden zu sein mit Gott, mit dem einen, ist Sünde. Das ist die wahre Bedeutung. Aber da gibt es keine Schuld. Wenn man in der Sünde lebt, ist man im Leiden. Das heißt, die Aufhebung des Leidens kann nur dann geschehen, wenn du entdeckst, dass du der eine Ozean bist, nicht die eine Welle, die da kommt und wieder gehen wird. Und wenn wir das ein bisschen in Bildern fassen, ist es ganz einfach, jeder von uns lebt im Wellenbewusstsein. Ich bin diese eine Welle. Und das sind auch tausende von anderen Wellen in Form von Menschen, von Bäumen. Und man fühlt sich doch irgendwo getrennt. Ja, und hier ist doch schon ein Einsatzpunkt. Gibt es nicht Momente, wo wir uns verbunden fühlen mit allem? Und ist das Gefühl nicht wesentlich schöner, als sich getrennt zu fühlen? Es ist immer noch jemand da, der sich verbunden fühlt mit allem. Aber das ist ein Einsatzpunkt. Wenn dieser jemand verschwindet, ist nur noch Verbundenheit da. Und wer erfährt das dann? Ja, und die Meditation des Loslassens, des stillen Seins, sei einfach still. Lass kommen, was kommt, lass gehen, was geht. Hafte an nichts an, keiner Idee, an keinem Gedanken, an keiner Stimmung, die hochkommt. Das wird dich in den Grund des Seins sinken lassen. Und du kannst sozusagen dann erfahren, dass du der Ozean bist, in Wahrheit. Und dann kommst du wieder hoch, bist wieder die Welle, aber mit Ozeanbewusstsein. Und hast keine Angst mehr davor, dass dieser Körpergeist, die Welle, zerfällt. Und wenn man von Seele spricht, dann kann man sich vorstellen, das ist nichts anderes, als wenn man in diesen Ozean ein Glas gibt, das sich mit Wasser füllt, schließt es ab, hebt es heraus und erklärt, der Inhalt, das Wasser in diesem Glas ist meine Seele. Und die Natur dieser Seele ist nicht verschieden von der Natur des Ozeans, oder? Das Wasser ist immer dasselbe Wasser.
Aber die Idee der Begrenzung liegt nur an diesem Glas, mit dem du dich identifizierst. Wenn das zerbricht, dann weißt du, was es bedeutet. Hinduismus erklärt mit Atman, die Seele, und Brahman, das alles ist eins. Kein Unterschied mehr. Es ist nur eine Idee da, einer individuellen, aus für sich allein bestehenden Seele. Aber solange du mit dem Körpergeist identifiziert bist, kannst du die Idee haben, dass in dir eine Seele ist, die ganz rein und klar ist, dein wahres Wesen. Aber in der Erfahrung der reinen Seele. Und Seele, eine reine Seele bedeutet, dass keine Inhalte drin sind. Und es bedeutet ganz einfach, da ist nur Sein, reine Intelligenz und das Potenzial des Gestaltens. Das Potenzial. Es ist umgestaltet, aber in ihm ist das Potenzial des Gestaltens, die Lebenskraft. In ihrer Reinheit, reine Liebe. Das ist dein wahres Wesen. Das ist die reine Seele. Wenn du in dieser Erfahrung bist, erfährst du dein wahres Wesen. Es braucht nur noch der Moment, wo das Glas zerbricht in deiner Vorstellung. Denn alles sind nur Gedanken. Ich bin der Körper. Nur Gedanken. Und die Person selbst besteht nur aus diesen Tendenzen, aus den Energien, aus den karmischen Energien, die ihn werden lassen zu einem glücklicheren Wesen oder zu einem unglücklicheren Wesen. Wenn diese Tendenzen sich auflösen, bist du das, was du immer warst und sein wirst. Und daher ist dieser Weg der Meditation, der in der Bemühung ist, die Unreinheiten der Seele aufzulösen, der pragmatische Weg. Und das bedeutet nichts anderes, als dass du selber erkennen kannst, wie sich durch die Kraft der Meditation, des reinen Gewahrseins, immer mehr Verdichtungen, Ansammlungen, Tendenzen auflösen. Du wirst weniger selbstsüchtig und habsüchtig. Du wirst weniger aggressiv. Du wirst weniger besitzergreifend, begehrlich. Du wirst weniger eifersüchtig. Du wirst weniger neidisch. Du wirst weniger überheblich. Du wirst weniger. Du wirst weniger. Und weniger ist mehr, heißt es doch. Du wirst mehr Frieden, mehr Liebe, mehr im Gefühl des Vertrauens sein, mehr in den Gefühlen der reinen Lebensfreude sein. Das ist das Mehr, indem du weniger wirst. Weniger die Person, die verstrickt ist in seiner Selbstbehauptung und den damit verbundenen Ängsten und Begierden. Wünsche. Versteht man dann den Weg des Loslassens von sich selbst? Es sind nur Tendenzen, sozusagen karmische Eigenschaften, die sich gebildet haben, Muster, die sich gebildet haben über Urzeiten des menschlichen Entwicklung. Du bist geboren aus deinem Karma, das ist universell. Und in deinem Leben haben sich weitere Muster gebildet durch deine Lebenserfahrungen. Manche haben dich geöffnet, manche haben dich verschlossen. Und wenn sich mehr und mehr dieser Verstrickungen, dieser Muster auflösen, desto freier bist du. Logisch. Desto mehr freie Intelligenz ist da. Mehr freier Wille. Mehr freie Liebe. Mehr freie Freude. Und mehr zugrunde liegender Frieden. Weil das Getriebensein geht. Das haben wollen geht und das ablehnen geht, das wird einfach weniger. Du wirst weniger. Die Person oder die Personen, die immer wieder geboren werden, werden immer weniger, bis sie alle sterben. Wer stirbt denn dann? Nur Tendenzen, Eigenschaften? Wer hatte sie denn? Wer ist denn der Erfahrende? Aber auch bewusst werden darin, dass wir jetzt noch diese Person sind. Und dass das Loslassen Mut braucht. Alle Überlebensstrategien zu lassen, braucht doch Mut. Man wird doch furchtbar verletzlich. Und noch ist die Person da, die auf Angriffe reagiert, die berührt wird. Die berührt wird von Ungerechtigkeiten, die davon berührt wird, belogen zu werden,
die davon berührt wird, betrogen zu werden, wenn sie das wird. Die reagiert darauf. Ist es nie natürlich, dass man darauf reagiert? Man reagiert, wenn man verlassen wird. Es ist natürlich. Und dieser Weg der Läuterung besteht darin, genau diese Reaktionsmuster, die natürlich sind, ins Erleben zu bringen. Aber eben in diesem stillen Gewahrsein, es darf da sein. Schwierig. Es wird dann einfach, wenn man selber erfährt, dass es etwas ganz anderes gibt, eben ein ganz anderes Bewusstsein, eben das, was man den Herzgeist nennt, der jetzt bereits da ist, in seiner ganzen Vollkommenheit. Man muss zu dem nicht werden. Die Weisheit des Herzens, die Weisheit des Universums, die reine Intelligenz, die reine Liebe erscheint in dem Moment, wo man das lässt, was es verdunkelt. Und das Verdunkeln bedeutet immer, dass diese Tendenzen des Körpergeistes uns einnehmen. Das ist eigentlich alles, was man wissen kann. So ein Bewusstsein schaffen, was ist. Das kann der Verstand irgendwo verstehen. Aber da sollte es nicht vergessen. Und vor allem nicht vergessen, was die Praxis ist. Im Einklang leben mit der Wahrheit des Entstehens und Vergehens. Im Einklang leben mit dem Karma-Gesetz. Wenn man nicht achtsam ist, wird man Tendenzen leben, die ins Unglück führen. Und das sind Tendenzen, die uns dazu bewegen, zu verletzen, zu lügen, zu betrügen, grausam zu sein, Missbrauch zu treiben mit irgendwas. Und das führt ins Dunkle, das muss man verstehen. Das führt in jedem Fall in dunkle Welten. Wenn man diese Tendenzen durchschaut, in sich selber und auch akzeptiert, dass sie da sind, aber auch versteht, dass man sie nicht leben muss. Man kann sie da sein lassen, kommen und gehen lassen. Und wenn man so ist, gründet man sich in etwas äußerst Wertvollem, nämlich man gründet sich in Wahrhaftigkeit. Man erkennt sich wahrhaftig, so wie man wirklich ist in der Person, aber ohne Schuld, ohne erhobenen Zeigefinger. So ist es, das ist Menschsein und das ist dieser Schlüssel für das Verständnis und Mitgefühl. Jetzt kommt die Mutter ins Spiel. Das ist unmittelbare Praxis. Wahrhaftig sein. Man kann auch sagen, die Hosen runterlassen. Mal schauen, was wirklich ist. Nicht sich verstecken und sich irgendwas vormachen und Geschichten erzählen und rechtfertigen, warum und wieso man so und so sein musste und was auch immer. Hinschauen, was wirklich ist. Aber mit der Geisteshaltung des Annehmens, des Verständnisses und Mitgefühls. Sich nicht verurteilen. Und hier sind wir in dem Gebet, das man im Fundament praktizieren sollte, muss. Man ist im Gebiet von dessen, was man Sila nennt. Und die Grundlage dafür ist ganz sicher die Wahrhaftigkeit. Sich wahrhaftig erkennen. Und dann den Entschluss, wahrhaftig zu leben. Darauf verzichten, zu lügen und zu betrügen, zu hintergehen, zu hintertragen, Intrigen zu spinnen und all diese Dinge. Um eigene Vorteile willen, um etwas zu bekommen, etwas loszuwerden. All das lassen. Weil man es durchschaut hat. Und man beschließt ganz einfach ein Leben, in dem man selber fühlt, dass es wunderbar sich anfühlt, wenn man sich im Herzen öffnet für sich selbst Mitgefühl und Liebe zulässt und dann aus dem Herzen gibt, das was man Dana nennt, selbstloses Geben in der Welt. Das ist jetzt unmittelbare Praxis, die aber aus einem Verständnis erwachsen kann, aus dem Verständnis von Ursache und Wirkung. Aus dem Herzen zu leben, selbstlos zu leben, hat als Wirkung Glück. Lernen zu vermeiden, durch Unbewusstheit und durch die Tendenzen, die man nicht erkennt, Unglück zu schaffen. Im Erkennen liegt die einzige Chance, dass man eine Wahl hat. Und das ist der Wert dieser Achtsamkeit. Und wenn die Tendenzen für eine Lüge hochkommen, sie ruhig hochkommen lassen. Die ganze Lüge sich vorspielen. Was man alles erzählen wird, einem Menschen, den man vielleicht hintergangen hat, um irgendwo da rauszukommen. Sich die ganze Geschichte anhören und dann loslassen. Und mit allen Konsequenzen einfach sagen, was war oder ist. Und dann kann man vielleicht feststellen, wenn ich hintergehe,
hat es kein Glück zur Folge. Ich werde darauf verzichten. Und wenn die Tendenzen hochkommen, dann sie nicht leben. Fertig. Ganz einfach. Und das kann man in alle Gebiete praktizieren. In unserem Feld, im Berufsleben, in unseren Beziehungen. Und man wird selber feststellen, dass das ins Glück führt. Und das ist dieser Wert einer spirituellen Lehre, die uns in Worten oder in Sätzen und in Büchern die Dinge bewusst machen kann. Aber dann muss man es tun. Und tun kann man es nur dann wirklich, wenn man es tief im Herzen verstanden hat, nicht mit dem Kopf. Denn sonst gibt's diese Gebote. Du darfst das nicht und das darfst du. So sollst du sein und so sollst du nicht sein. Das wird nie zum Ziel führen. Sondern es muss aus der Herzensweisheit, aus einer Sicht entstehen, dann hat es eine Chance und auch eine Wirkung. Und die persönliche Erfahrung zeigt die weiteren Wege. Man wird freier. Eine innere Freiheit entsteht. Dann kann man ein authentisches Leben leben. Dann muss man nichts verstecken. Und wenn man noch etwas nachdenkt, was man sich so wünscht, das Leben verstehen, die Liebe leben, also verstehen, die tiefste Frage heißt, woher komme ich, wohin gehe ich, wer bin ich, was ist der Sinn des Lebens, wenn alles vergänglich ist, alles ist vergänglich, ja. Verstehen, dass wir Menschen im Leiden sind, weil wir das Glück da suchen, wo es nicht zu finden ist, auf Dauer. Ja, und der Hinweis, du bist nicht Körper, nicht Geist, du bist etwas anderes, auffassen. Ich möchte aber erfahren, wer ich in Wahrheit bin, muss da sein. Wie macht man das? Okay. Was ist der Wunsch? Die Sehnsucht nach Liebe, nach Sicherheit, nach Geborgenheit, nach Lebensfreude, immer wieder sich bewusst machen. Und das ist ein universeller Wunsch in jedem Menschen. Und auf der anderen Seite gleichzeitig der Wunsch, ohne Angst zu sein, ohne die Gefühle der Unsicherheit, ohne Gefühle von nicht erfüllt sein, von getrieben sein und all diesen Dingen. Das ist doch der Wunsch. Und ein Buddha hat in seiner Wahrheit von Dukkha genau das so formuliert. Und Dukkha ist ein universelles Wesensmerkmal jedes Menschen. Er lebt in diesen schwierigen, leidhaften Bewusstseinsständen. Und das wirkliche Dukkha ist die Sehnsucht nach Liebe, nach Vollkommensein, nach Sicherheit, nach dem, was vollkommen vertrauenswürdig ist und liebenswürdig ist. Und all das, was du suchst, ist in dir. Und such mal das Vertrauen. Da hatten wir eine Frage, das Urvertrauen. Wie kann das Urvertrauen da sein, wenn das Gefühl von Getrenntsein da ist? Wenn man sich getrennt fühlt, furchtbarer Zustand. Man verliert den Boden unter den Füßen. Man ist nicht in Verbindung mit dem einen Leben. Aber wenn wir etwas für das Vertrauen in uns selbst wirklich tun wollen, wie besser als genau in dem Gebiet, das greifbar ist, zu praktizieren. Und greifbar ist die Praxis von dem, was man Sila nennt, Ethik, Sittlichkeit. Und diese Praxis besteht darin, das zu erleben und zu erkennen, erleben und erkennen, sind Erfahrungen, die dahin führen, dass das Vertrauen unterminiert wird in uns selbst. Und wenn wir in uns selber entdecken, dass wir grausam sind, dass wir abgrenzend sind, ausgrenzend, lügen, betrügen, unzuverlässig sind, all diese schwierigen Eigenschaften, wie können wir da auf uns selbst vertrauen? Wir würden nie einem Menschen vertrauen, der so ist, der lügt und betrügt und tötet und verletzt, unzuverlässig ist und all diese schwierigen Charaktereigenschaften in sich trägt, ist doch nicht vertrauenswürdig. Wie ist es denn mit uns? Und wenn wir in uns selber aufräumen, wenn wir diesen Weg gehen, uns darauf fokussieren, darauf zu achten, was kommt in mir hoch? Dann haben wir eine konkrete Praxismöglichkeit, immer diese Tendenzen in uns zu erkennen, kommen und gehen lassen. Sie nicht leben, aber auch nicht unterdrücken. Sie dürfen da sein. Schau dir deine Gedanken an, deine Undercover-Gedanken und deine Undercover-Begierden. Schau sie dir an.
Manche leben diese Undercover-Welten irgendwo. Ja, macht es glücklich, unglücklich. Aber sie sind da und sie sind in jedem da. Sich nichts vormachen. Aber sie können zum Vorschein kommen, dann kann man sie auch anschauen und selber wissen, wird das ins Glück führen oder ins Licht oder ins Dunkle. Und es sind auch immer Gefühle, Tendenzen, immer von Nicht-Erfülltsein da, die uns in solche Welten führen. Und getrieben sein, einfach schwierige Gefühle und man glaubt, Erfüllung zu finden, mit dem man das oder jenes tut. Warum nicht das Gefühl auflösen, indem man es wirklich da sein lässt und ihm Raum gibt und selber erlebt, wenn das, was uns zu den Dingen treibt, die unheilsam sind, das Gefühl sich auflöst, dann ist Frieden da. Und so wächst der innere Frieden und das Vertrauen in sich selbst. Und was anderes erscheint, dann kann das erscheinen, was wirklich ins Glück führt. Dann erscheinen die Fähigkeiten, die man nennt Vertrauensfähigkeit, Beziehungsfähigkeit, Liebesfähigkeit, Verständnisfähigkeit, Fähigkeit zum Mitgefühl, Fähigkeit, sich zu erfreuen, Fähigkeit, sich mit anderen mitzufreuen. Die erscheinen dann, wenn sich das auflöst, was ins Dunkle führt. Wenn wir so praktizieren, formieren sich reine Kräfte. Man nennt das im Buddhismus Paramitas, die sich äußern in Tugenden. Paramita bedeutet, das sind die Kräfte, die einen führen, bringen vom diesseitigen Ufer zum jenseitigen. Das heißt, ein Bodhisattva, ein Mensch, der in der Absicht ist, die Fülle zu verwirklichen, die Fülle des Lebens, die Liebe zu verwirklichen, die Wahrheit zu verwirklichen, der steht in der Bemühung, diese Kräfte zu entdecken und sie, diese Fähigkeiten zu Kräften formieren, wieder das Wort machen, aufpassen. Er versucht das aufzulösen, was diese schon vorhandenen natürlichen Kräfte behindert. Und wenn ein Mensch in diesen Kräften gegründet ist, dann erlebt er Sattva, reine Lebensenergie, die den ganzen Körpergeist erfüllen kann. Das öffnet, was wir vielleicht unter Chakren lesen, all diese Dinge sind verdichtet in irgendeiner Form und dann ist eine Fülle da. Und jenseits dieser Kräfte ist das, was allem zugrunde liegt. Die Reinheit des Geistes, die Reinheit der Intelligenz, die Reinheit des Herzens lässt dann in einem Moment das verstehen, was man nicht verstehen kann. Das Mysterium des Lebens. Etwas, worüber man nicht sprechen kann. Wenn die Absicht jetzt entstanden ist, einfach zu praktizieren, was wir jetzt tun werden, dann sich in dieser Einfachheit gründen. Einfach sein. Da sein mit allem, was ist. Nichts ablehnen, nichts festhalten.